Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uranium. Euch wird das jetzt nicht auffallen, aber ich nehme heute einen Tag später auf als sonst. Gestern habe ich nämlich noch ein klein wenig trainiert, wie man hier sehen kann. Da hat sich auch nichts groß verändert, außer dass Zuki jetzt noch Eistern hat. Und jetzt haben wir noch ein neues Mitglied in unserem Team. Das war Jana. Ihr werdet dann noch später sehen, warum. Ja. Er hat sich jedenfalls gefunden. Da. Ja. Das hört ganz gut aus. Jetzt ist natürlich noch einiges leveln, aber die Angriffe, das ist gut, aber das wird sich irgendwann noch ändern. Jedenfalls, etwas leveln hatte ich da nicht so geschafft. Das ist dann noch nicht eine Weile gedauert, Jana zu finden. Bevor wir jetzt in die Arena gehen, wollte ich noch mal vorbeischauen. Gestern hatte ich ja das Level gemacht, da mal schauen, ob wir jetzt schon wieder die Bären nachgewachsen sind. Das können wir jetzt zusammen machen. Oder? Das Devil habe ich nämlich offscreen gemacht, weil ich meinem Feuerrot letztens das Log darum gebeten wurde, das dann zu machen. Dann werde ich das auch hier fortsetzen. Yep, die sind noch nicht wieder nachgewachsen. Deswegen sollte eigentlich während der Baum hier wieder bären, dann dem hier auch. Ich habe das doch ganz gut gemacht. Ja.
So bekommt man ja noch ein bisschen ganz wenig Erfahrung zwischendurch. Ist ja auch ganz nett. Jetzt ein bisschen heilen. Und dann mit Lake besiegen. Oh, diesmal ist sogar schneller. Jetzt bin ich wieder schneller. Seltsam. Das ist halt auch keine Pokémon. Sehe, was passiert, weil ich gut aber einsetze. Ist halt deutlich schwächer, aber kann auch wieder ein bisschen heilen. Es hat halt schon ein bisschen mit KP. Sollte nichts werden. Wie gesagt, ich hatte ja halt auch trainiert dann offscreen ein bisschen. Und hier hat man schon 80 Pokémon dafür bekommen. Wenn man einfach so auch mal ohne Schutz durch die Routen geht, kann das auch dann schon mal helfen, dass man dann stark genug ist.
wollte ich mir, wie gesagt, einfach noch da drüben schauen, ob da der Bärenbaum nachgewachsen ist. Da die Bären hier als Währung funktionieren, ist es wichtig, darauf zu achten. Sind doch zu gefährlich für Yama. Jetzt ist es wieder schneller. Hier glaube ich wäre dann hier der Baum auch so, aber scheint so, dass hier keiner der Bäume ist, also kann er wieder zur Stadt zurückgehen. Das ist also ein bisschen länger, bis die wieder da sind, die Bären. Ist aber auch gut zu wissen. Jana wird auch noch ein bisschen stärker, während wir nach den Bären geschaut hatten. Ja. Sie hat auch eigentlich gehofft, dass hier die dann sind und man die dann schön ernten kann. Ich stand doch Gamer-Thema einsetzen sollen. Thank you.
wären wir auch schon wieder hier. Hier noch durch. Hier aus kann man dann auch direkt. Es war zwar nichts, aber immerhin haben wir jetzt noch die Arena vor uns. Hier gibt es ja auch kein PC, um die Pokémon zu wechseln. Aber man kann in die Folge. Da ist es halt besser, dafür in die Folgestadt zu gehen, hatte ich dann auch gemacht. Einfach da wieder durch die Ameisenhölle, dann die Brücke runter zu der Stadt. Die können wir sogar beide tauschen. Das hat bedeutet, dass wir die Perle nicht mal gebraucht hatten. Ja, jetzt überlege ich mal wieder. Der Schatz.
Gesicht. Das sieht doch ganz gut. Ja, dann haben wir hier keins mehr, aber das ist ja auch nicht schlimm. Dran kann ich auch ein bisschen holen. Noch. Ach stimmt, habe ich nicht mehr genug. Gut. Sind dies einfach die Vorbereitung noch für den Kampf? Bevor ich in die Arena gehe, wüsste ich aber schon noch mal kurz, wie stark die sind oder ob ich die vielleicht dann doch dem Team hinzufügen soll. Deshalb wird das hier ja ein Vorbereitungspart für die Arena und bei der nächsten gehen wir dann die Arena an. Ich glaube, das klingt so gut. Dann kann ich euch ja auch schon mal den Weg zeigen, den ich dann zur nächsten Stadt gegangen bin. Einfach merken, hier lang, dann hier lang, hier durch das Gras rein. Also hier ist ja nur die Leiter, kann man das ja nicht verwechseln oder so.
Okay, als ich dann Lackern gesetzt, wäre das noch stärker geworden. Ich konnte ja nicht vorher sagen, dass es hier jetzt den Tanz einsetzt. Daher. Ja, und dann direkt nach oben. Verzinkung ist jetzt ungünstig. Der Regentanz hat aber dafür ganz gut gepasst. Das war jetzt am besten so hochgehen, dann wird man nicht direkt in die Tür hineinlaufen. Dass die auch auf dem Level sind, wo man direkt sagen kann, ja, die kann man ins Team nehmen. Wäre schon ungünstig, wenn nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie stark die dann wären. Quatsch, jetzt bin ich falsch abgebogen. Hier wäre nur ein anderer Bereich. Eigentlich muss man hier lang gehen. Muss auch merken. Nicht da oben rein, sondern hier lang dann. Selbst durch solche kleinen Kämpfe kann man deshalb noch was erreichen. Wir sind ja hier, um zum PC zu kommen. Einen Weg zu zeigen, was zum nächsten PC kommt.
der hat sogar überlebt. Schon das Schild und ich glaube hier unten wäre ich das nicht. Das macht viel zu wenig Schaden. Besonders wenn man denkt, wie viel Kugelsaat man kann und wie oft die da eine 5er Schein treffen. Das ist noch Verfolgung. Natürlich ist es doch plötzlich unmöglich für ihn alles. Natürlich ist Flucht unmöglich, weil das Drecksvieh sterben möchte. Und da wir das Teil hinter uns gelassen haben, weiter zum Weg. Also hier sind wir schon wieder aus dem Wald raus. Die Pokémon hier mussten wir uns keine Sorgen machen. Wenn man denkt, was für ein niedriges Level die haben, also einfach Flucht. Gut ist. Ich musste irgendjemand noch aus dem letzten Stück Gras nerven. Ja. V
Von hier an stört einen aber niemand mehr. Einfach so vorbei, vorbei. Und hier. So. Nun wisst ihr, wie man. Habt ihr nochmal den Weg gesehen, wie man zu der nächsten Stadt kommt? Oder ein PC auf einen wartet? Wisst ihr auch noch, auf welchem Level die sind? Ja. Aber doch ein recht ausgewogenes Team. Würde ich schon sagen. Deshalb bleibe ich auch bei dem hier. So. Damit werde ich auch den Part beenden. Ich glaube, beim nächsten Part werde ich dann wieder offscreen zur Arena zurückgehen und dort machen wir dann weiter. Von daher, euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.